Die Kreuzzüge faszinieren den modernen Menschen. Ihre Geschichte erzählt von Edelmut und sie erzählt von Abscheulichkeiten. Es gibt unzählige Film- und Fernsehversuche, die Kreuzzüge aufzugreifen, und nur selten ist das Resultat überzeugend. Zumal fast alle Filme und Romane hier eine Art Parallelwelt entwerfen. Wir ahnen sogleich, dass die Ereignisse, die im ausgehenden 11. Jahrhundert ihren Anfang genommen haben, sich so nicht abgespielt hatten. Somit erzählen all diese Abenteuergeschichten mehr über das Weltbild ihrer Verfasser als über die historischen Begebenheiten. Doch sogar dann, wenn man nach einem umfangreichen Sachbuch über die Kreuzzüge greift, stößt man schnell auf ideologische Grabenkämpfe und kulturell geprägte Interpretationen der historischen Quellen. Gerade heute wird deutlich sichtbar, dass die Kreuzzüge eine kulturhistorische Projektionsfläche sind. Hier spiegeln sich unsere Ängste und unsere Sehnsüchte wider. Die Kreuzzüge sind eine Metapher geworden für den scheinbar ewigen Krieg zwischen Ost und West, zwischen Islam und Christentum, zwischen ewig gestrig und modern. Ich habe mich schon immer für die Kreuzzüge interessiert und für die 100-jährige Geschichte der christlichen Kreuzfahrerstaaten in Palästina. Doch all die Jahre hatte ich nie das Gefühl, der Thematik näher gekommen zu sein. Zu oft widersprachen sich die Meinungen der Historiker, zu oft fühlte sich eine Betrachtung der Kreuzzüge, als wäre sie einer übergeordneten modernen Ideologie unterworfen. Also hatte ich schließlich beschlossen, wieder von vorne anzufangen, doch diesmal mit mehr System und Sinn für Detail. Und weil es so perfekt zu dem modernen Zeitgeist des Social Media passt, teile ich meine Erkenntnisse hier fast zeitgleich mit. Du siehst mir also nicht so sehr beim Belehren, sondern vielmehr beim Lernen zu. Um den Kreuzzügen auf die Spur zu kommen, reicht es leider nicht, sich ein paar Hollywood-Filme mit viel Schwertkampf anzusehen oder entsprechende Computerspiele zu installieren. Leider hilft es auch kaum weiter, sich dazu einen der opulenten Dokumentarfilme anzuschauen, die es da von der BBC oder vom ARD gibt. Denn sie alle bieten nur sehr oberflächliche Auseinandersetzungen mit dem Thema. Doch ich mute dir viel mehr zu. Diese Reise soll für all jene gelten, die mehr interessiert als nur ein paar einführende Sprechertexte und dazu die Bilder von 10 Kerlen auf Pferden. Wir wollen Sonden herabschicken in die Tiefen der Vergangenheit, in das Herz des Mittelalters. Und mit etwas Glück werden wir am Ende dieses Unterfangens das Wesen des mittelalterlichen Menschen zumindest schemenhaft erkennen. Hinter der rein historischen Frage danach, was wirklich geschah, steckt jedoch eine viel tiefere intellektuelle Auseinandersetzung. Eine, die nicht nur Historiker, sondern auch Philosophen, Ethnologen, Soziologen und Anthropologen gleichermaßen beschäftigt. Es ist die Frage, ob wir, die Menschen, uns verändern. Und dieser simpel klingende, doch in seiner Konsequenz hochkomplexe Gedanke wird aus dieser Reihe nicht wegzudenken sein. Meine Erfahrungen mit dem Lesen und Studieren entsprechender Bücher und Materialien zeigen deutlich, dass es zwei Schulen gibt, zwei Arten und Weisen, wie die Kreuzzüge rezipiert werden. Und diese beiden Schulen befinden sich seit Jahrzehnten in einem akademischen Krieg. Und wir, die Leser von Zeitungsartikeln und populärwissenschaftlichen Büchern, kriegen abwechselnd die eine oder die andere Version der Geschichte präsentiert. Hierbei schlägt unser Herz gerne zugunsten der einen oder der anderen Wahrnehmung. Die Art, wie wir die Kreuzzüge deuten, sagt oft mehr über uns aus als über das Objekt unserer Betrachtung. Ich nenne die beiden Richtungen postmodern und apologetisch. Dies sind keine offiziellen Bezeichnungen aus akademischen Kreisen, doch sie tauchen in vereinzelten Kritiken auf und so werde ich sie im Rahmen dieser Reihe verwenden. Hier ist eine kondensierte Version des ersten Kreuzzugs in einem postmodernen Tonfall. Das christliche Abendland befindet sich in einer Krise. Die Ernten waren miserabel. Seit 3 Jahren gibt es nichts zu essen. Viele der Ritter und Aristokraten sind gezwungen, ihr Überleben mit Raubzügen zu bestreiten. Die Kirche ist tief gespalten zwischen 2, teilweise 3 Fraktionen. Westeuropa mutet wie ein Pulverfass kurz vor dem Explodieren an. Doch der Himmel ist voller Zeichen und Wunder. Kometen und Meteoritenschauer erscheinen. Der gerissene Papst Urban II., der mitunter mit einem Gegenpapst in Italien zu kämpfen hat, verfolgt eine eigene Idee zur Lösung der Probleme. Die Menschen sollen nicht mit ihrer prekären Lage beschäftigt sein, sondern lieber ein gemeinsames, ein spirituelles Ziel verfolgen: die Befreiung des heiligen Bodens in Palästina. Und so unternimmt er den Versuch, mit einer feurigen Rede die Menschen aufzurütteln. Ein Funke, der tatsächlich zu einem stattlichen Feuer überspringt.
Eine Schar aus unbequemen Bettlern und Strauchdieben formiert sich zu einem eigenen Kreuzzug und nimmt den Weg nach Palästina auf. Europas Adel ist von Urbans Idee ebenso inspiriert und verspricht sich Macht und Reichtümer in der Übersee. Die selbsternannten Feldherren mausern sich schnell zu einer Horde unkontrollierbarer Psychopathen und berittener Schurken und ziehen eine Spur aus Gewalt und Vernichtung hinter sich her. Sie stoßen auf einen Islam, der deutlich gebildeter und gemäßigter ist als die christliche Kultur. Hinzu kommt, dass über den Schandtaten der Kreuzfahrer das Versprechen des Papstes schwebt, dass jene, die das Kreuz auf sich nehmen und nach Jerusalem kommen, von ihren irdischen Sünden reingewaschen werden, was dieser zusätzlich motiviert, um jeden Preis den Tempelberg zu erreichen. Und nun dieselben historischen Ereignisse in einem apologetischen Duktus. Westeuropa befindet sich in einer Zeit des Umbruchs. Die Kirche versucht, der Korruption im eigenen Hause Herr zu werden. Der Islam wird zunehmend zu einer Bedrohung der Europäer. Auf der iberischen Halbinsel kämpfen die Spanier gegen die Eroberungszüge der Moslems, während auf der anderen Seite Europas im Osten sich aus dem Süden die Seldschuken byzantinische Gebiete aneignen. Der Kaiser in Konstantinopel bittet seine westlichen Verbündeten um Hilfe. Der Papst verstärkt des Kaisers Stimme, denn es wird zunehmend deutlich, was sich seit Jahrzehnten als eine Mahnung abzeichnet. Die islamischen Eroberer werden so lange weitermachen, bis sie ganz Europa eingenommen haben. Der westliche Adel, schockiert durch die Berichte über Gräueltaten gegen Christengemeinden und Pilger in Kleinasien, organisiert sich zu einem für damalige Verhältnisse logistisch äußerst schwierigen Zug in Richtung Jerusalem. Ja, es ist ein Kreuzzug mit dem Ziel, die Stadt, in welcher Jesus Christus gekreuzigt wurde, endlich zu befreien, mit dem Schwert. Doch die Männer, die das Kreuz auf sich nehmen, sind auch von spirituellen Gedanken beseelt. Die Anführer des Kreuzzugs, die später als berühmte Kreuzfahrer in die Geschichtsbücher eingehen werden, handeln unter starker finanzieller Belastung. Ihre Mission ist aber heilig und politisch zugleich. Es ist eine Reise in das Herz der Christenheit. Doch es ist ebenso eine geostrategische Antwort auf eine akute Bedrohungslage im Südosten. Welche dieser beiden Versionen entspricht deiner Sichtweise der Dinge? Beide Interpretationen könnten gar nicht unterschiedlicher sein. Doch wer hat recht? Ich kann nicht hellsehen und somit weiß ich nicht, welche der beiden Aussagen du befürworten würdest. Doch ich kann nur zur Vorsicht raten und ermahnen, weder die eine noch die andere Position mit allzu viel Euphorie zu vereinnahmen. Stattdessen sollten wir uns lieber vergegenwärtigen, dass das Mittelalter eine Idee ist, die in der Neuzeit erschaffen wurde. Die Menschen damals im Mittelalter hatten sich nicht als mittelalterlich empfunden. Das 10. Jahrhundert war gänzlich anders als das 11., gar nicht zu sprechen von dem faszinierenden 12. Jahrhundert, das wie kein anderes davor und danach war. Und jede allgemeine Aussage, die hier angesetzt wird, wird stets den Makel haben, dass sie nicht wirklich das beschreibt, was war. Denn das, was war, erscheint doch zu vielschichtig, um einhellig verrissen oder bewundert zu werden. Und hierin liegt die eigentliche schwere Aufgabe dieser Mission. Das war also eine prologartige Erstfolge dieser Reihe und ich hoffe, es ist mir gelungen, dich auf ein Thema einzustimmen, das kurzweilig ist und das nach 900 Jahren nichts an seiner kontroversen Sprengkraft verloren hat. Falls du rechtzeitig über die Fortsetzung dieser Reihe informiert werden möchtest, abonniere unbedingt meinen Kanal. Und ein kräftiger Klick auf die Like-Ikone unter dem Video erfreut natürlich mein Gemüt. Keine Angst, es ist anonym. Und so verbleibe ich, wie immer, mit den Worten: Sei neugierig, lies Bücher und lasse dich nicht polarisieren.